Regisseur hat eine Regiedübeleiche irgendwo im Keller herumliegen und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Filmkritik-Review hier auf Lord Gamgamfool, The Other Side of Movies. Ja, und heute geht es um die Regiedübeleiche von James Cameron, wo ich ja in jungen Jahren immer gedacht habe, der Terminator von 1984, das war sein Regiedebüt gewesen, ist natürlich wie viele andere große Hollywood-Stars, ob Regisseure oder auch Schauspieler, natürlich ein Zögling von Roger Corman gewesen. Allerdings bin ich dann Jahre später dann auf einen anderen Film gestoßen, bei dem Cameron erstmalig Regie geführt hatte. Allerdings war er wirklich nur fürs Regieführen da. Alles andere, was den Final Cut des Films angeht und so weiter und so fort, da hat er keine Rechte dran gehabt, sondern der Produzent Ovidio Giasonitis, dem wir auch der Polyp zu verdanken haben oder auch den ersten Mondo Cannibale, Amok Train und so weiter und so fort, der auch in den 80ern kurz mal mit der Canon Film Group ein bisschen was zu tun hatte und Cameron auch während der Dreharbeiten dann feuerte und sich dann letzten Endes auf den Regiestuhl saß, um den Film irgendwie zu beenden. Denn in diesem Film stoßen durchaus ja, harte Tier-Action, ja, wobei man natürlich sagen muss, ist, dass der Film schon ein bisschen Federn gelassen hat über die Jahre hinweg und Klamotte, ja, fast schon im Eis am Stil-Style hier aufeinander, eine wirklich sehr, sehr eigenartige Mischung. Und dann gibt es dann natürlich noch diese Geschichte, dass damals Cameron, während Giasonitis und viele andere Produzenten in Cannes waren, sich in das Büro in Rom geschlichen hat und dort den Film heimlich dann umgeschnitten hat. Allerdings war das nur eine Fantasie, die Cameron mal zum Besten gegeben hat, wenn er es denn getan hätte. Ja, aber er hat sich dann natürlich, denn der Film draußen war, dann Jahre später trotzdem noch die Rechte gesichert an seiner Schnittfassung, die auf dem US-amerikanischen Markt dann veröffentlicht wurde, allerdings nur VHS-only. Die gibt es weder auf DVD noch auf Blu-ray. Das wäre sicherlich etwas, was man vielleicht doch irgendwann nochmal veröffentlichen könnte. Ansonsten schweigt sich Cameron eher tot über diesen Film hier und dann kann man eigentlich sagen, streichen wir diesen Film raus und eigentlich Terminator ist dann eigentlich das Regiedebüt gewesen. Vor allem bei dem Film war ja eigentlich nur für die Effekte vorgesehen. Und ich muss sagen, es ist eigentlich immer noch ein Film, den man sich ganz gut anschauen kann, auch wenn er wirklich fast schon ein 1:1 nicht nur Rip-Off-Plagiat des Piranhas von Joe Dante ist, ja, und er baut eigentlich darauf hier auf, nur diesmal wurden die Piranhas hier in die Karibik verfrachtet und sie wurden auch ein bisschen gemixt mit fliegenden Fischen, also dass sie auch am Land einsatzfähig sind, was sie natürlich hier in dem Film auch zeigen, wenn sie losstürmen auf ihre Opfer, die eigentlich denken, Strand, kann uns nichts passieren und dann kommt dir plötzlich so eine Fischstulle in die Fresse geflogen, dann weißt du ganz genau, was passiert und dieser Film ist natürlich nach heutigen Maßstäben absoluter Trash. Ja, es ist feucht-fröhliche Unterhaltung, wo wir natürlich hier neben dem Plot mit den Piranhas dann auch noch so eine Story haben, so ein Liebesdreieck, sagen wir es mal so. Unsere Heldin hier, Annie Kimbrough, die Tauchlehrerin, Meeresbiologin ist, die verguckt sich natürlich in einen ihrer Schüler, sagen wir es mal so, mit dem sie ein bisschen rumtaucht, fängt mit dem nebenbei eine Affäre an. Und dann haben wir natürlich hier noch ihren Mann Steve, der von Lance Henriksen verkörpert wird, der eigentlich erst ab Anfang der 80er seinen richtigen Durchbruch hatte, und zwar eigentlich mit The Terminator, wo ihn dann Cameron nochmal besetzt hatte, weil einfach die Chemie gut am Set funktioniert hatte. Und die drei versuchen dann natürlich dann irgendwie die Piranhas wieder loszuwerden. Und ja, kann man sich durchaus angucken, auch wenn ich sagen muss, ist, dass Joe Dantes Piranhas auf jeden Fall wesentlich besser funktioniert. Dieses Konzept an sich hat eigentlich nur einmal gut funktioniert, bis natürlich dann Alexandre Ajar ankam mit seinem Piranha 3D und das Ganze definitiv getoppt hat. Aber da hat er natürlich die ganze Story und die ganzen Elemente natürlich ganz klar eher in so einen, ja, Tierhorror-Fansblätter-Film gepackt. Das war nicht so, der Film hat sich nicht so ernst genommen gehabt. Hier ist es schon ein bisschen ernster, muss man sagen. Aber der Film hat definitiv schon einige Jahre hinter sich, was man an den Effekten ansieht, was man in der Umsetzung an sich sieht und wie er natürlich gewisserweise zwei Genres aufeinander stoßen, und zwar Tierhorror und ehrlich gesagt Klamotte im Stil von Eis am Stiel, denn das, was wohl Giasonitis gedreht hat, waren diese ganzen flapsigen Dialogszenen, die da drin sind, die ehrlich gesagt den Film dann doch eher in die Länge ziehen und eigentlich nichts mit der Haupthandlung zu tun haben. Aber natürlich muss man ja auch das Opferfutter durchaus hier kennenlernen in diesem Film, deswegen sind diese Szenen hier auch drin.
Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich hier den einen oder anderen durchaus gut gemachten Splatter-Effekt, ja, made in the 80s, dank Giannetto de Rossi, der auch an High Tension oder auch an diversen Lucio Fulci-Filmen beteiligt war und dort auch für die dann doch sicherlich etwas gorigeren und brutaleren Effekte gesorgt hat. Aber hier auf jeden Fall doch einige sehr, sehr schön angekaute, angenagte, zerfledderte Leichen gestaltet hat, die es durchaus in sich haben. Und an sich ist die einzig neue Idee hier an diesem Film halt, dass die Piranhas nun fliegen können. Mehr eigentlich auch nicht, ja. Und die Hintergrundgeschichte selber, was da so zwischen Cameron und Azonitis so abgelaufen ist, das ist eigentlich wesentlich interessanter als der Film hier an sich. Deswegen bekommt Piranhas 2 Fliegende Killer von mir ganz, ganz nette 5,5 von 10 Punkten. Kann man sich anschauen. Ist allerdings eher so Durchschnittsware, muss man sagen. Aber aufgrund dessen, dass Cameron hier Regie geführt hat, ist es auf jeden Fall ein Film, wo man sicherlich mal einen Blick drauf werfen kann. Was natürlich auch hier für diese Blu-ray-Veröffentlichung hier gilt von 88 Films. Den Film gibt es halt auf Deutsch, nicht auf Blu-ray. Das Ganze gibt es auf DVD allerdings. Ja, muss man da schon schauen. Die wird zu recht hohen, horrenden Preisen teilweise angeboten. Es gibt in Spanien eine Blu-ray, die hat deutschen Ton. Das ist allerdings ein Bootleg. Warum auch immer. Und dann ja diese ganz, ganz hübsche Auflage hier mit diesem Schuber, wo wir natürlich mal reingucken können. Also eine ganz nette Aufmachung, muss man sagen. Ja, also, wenn man sich das Ganze hier so anschaut. Ja, auf jeden Fall wurde hier nochmal das Originalmaster abgetastet. In 2K. Bildqualität ist auf jeden Fall angemessen, ist alles recht gut. Und dann haben wir natürlich hier noch die Case, die natürlich hier dann mit so einem Wendecover daherkommt, was ich ein bisschen cooler finde als das Motiv auf dem Schuber an sich. Ansonsten ist es von der Rückseite natürlich dann an sich ja, fast identisch mit dem Schuber. Ja, und im Inneren sieht das Ganze so aus. Und als Wendecover haben wir natürlich noch das Motiv vom Schuberlein. Was natürlich cool ist, ist hier das noch ein Poster dabei liegt, Auch auch wenn wenn das das gefaltet ist, muss man sagen. Aber das ist natürlich so ein doppelseitiges Wendeposter hier, einmal mit dem Motiv und dann natürlich mit dem, ja, also recht dicken Karton gedruckt. Ist auf jeden Fall eine Veröffentlichung. Wer keinen deutschen Ton braucht, kann da sicherlich zugreifen. Ansonsten, vielleicht wäre dieser Film aufgrund dessen, dass er von James Cameron ist und da ist natürlich auch ja, nicht nur den ersten Piranha von Joe Dante im Mediabook gibt, sondern natürlich auch den von Aja zum Beispiel und den von Gulager, den Doppel-D, dass man den vielleicht irgendwann mal auch im Mediabook veröffentlichen könnte. Ja, muss aber jetzt definitiv nicht sein. Also die Veröffentlichung, auch wenn es jetzt nicht wirklich viele im Extras mit sich bringt, ja, die ist auf jeden Fall durchaus gelungen, muss man sagen. Die gefällt mir recht gut. Der Film ist halt ja mittlerweile ziemlich angestaubt. Und eigentlich eher durchschnittliche Kost, aber aufgrund dessen, dass er halt von Cameron ist und dass er eigentlich sein Regiedebüt ist, kann man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wenn man denn diesen Film noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja, das war es jetzt auch mit meiner Filmkritik-Review zu Piranha 2 Fliegende Killer. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, ob ihr den Film kennt, wie ihr ihn denn so findet, was denn eventuell eure liebsten Piranha-Filme sind. Die könnt ihr natürlich unten alles wieder in die Kommentare reinhauen. Würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns dann wieder vielleicht zu einer weiteren Filmkritik-Review oder zu einem anderen Video hier auf Lord Gamgamful, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.